Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier im Holiday Park in Hasloch. Ich freue mich sehr, da das Wikiland eröffnet hat. Seit wie lange ist das jetzt offen? Einer Woche, glaube ich. Janis? Ja. Auf jeden Fall freue ich mich. Und die Expedition GeForce freue ich mich auch drauf. Die bin ich ja erst einmal gefahren, damals 2019 beim Season Kickoff. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Wikiland aussieht. Ich würde sagen, wir gucken mal. Als allererstes gehen wir jetzt mal aufs Expedition GeForce. Da freue ich mich sehr drauf. Hier läuft Big FM. Hammer. Sehr schön. Nicht. Dieses Lied mag ich nicht, was gerade im Hintergrund läuft. Auf jeden Fall freue ich mich auf Expedition GeForce. Und drauf da. Need just a second, I lost my direction. Wir kommen jetzt gerade aus Expedition GeForce, haben so, wir haben uns für die erste Reihe angestellt, wie ihr gerade gesehen habt im Onride, und haben so 50 Minuten knapp gewartet, ich weiß nicht, so in die Richtung auf jeden Fall. Ja, der Park ist relativ voll. Läuft bei mir. Ich war seit über 2 Jahren nicht mehr hier und einen vollen Bar-Tag erwischt. Geil! Aber hier im Holiday Park ist ja eh schwierig mit guten Abfertigungen. Also das ist ja hier echt schlimm bei Expedition GeForce. Also ist ja gar nicht schön. Aber die Bahn, die ist schön. Die macht richtig schön Spaß. Wir hatten sehr gute Airtime und eine sehr, sehr schöne, angenehme Fahrt. Und jetzt gucken wir mal ins Wikiland, oder wie das auch immer heißt, zur großen Welle. Was da so, wie es da so aussieht, wie voll es da ist. Und ob wir da dann jetzt mal die große Welle und Co. und weiteres fahren. Wir haben uns jetzt gerade das Wikiland hier angeguckt und es sieht auf jeden Fall von der Thematisierung sehr nice aus. Ja, aber die große Welle macht heute gerade erstmal gar keine große Welle. Ist erstmal down. Das ist etwas schade. Ich hoffe, da waren auf jeden Fall gerade 2 Techniker, dass sie nachher noch öffnen, weil das ist ja auch ein Count und den würde ich gerne haben. Wir gucken da jetzt nachher nochmal. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Skyscream. Turn me down, light the fires all around, touch your skin, turn to ice, all we have, sacrifice. Why does it feel like I'm dreaming? Oh, I can always go. Wir kommen jetzt gerade aus Skyscream raus, wir standen bis draußen, aber wir haben unter 30 Minuten gewartet. Ja, weil die Dispatches sind da echt nicht schlecht, muss man sagen. Klar, der Zug ist halt nicht lang und deswegen ist das Ganze schon so, dauert schon. Aber, ja, und die Bahn, Schatz, ja, die ist ja noch besser, als ich die in Erinnerung gemacht hatte. Also ich finde die echt nicht schlecht, also macht ordentlich Spaß, wenn ich das teile. Und jetzt gucken wir doch mal wieder ins Wikiland. Wiki, ob sich da irgendwas bewegt, ob sich da irgendwas an der großen Welle tut. Ja, Wiki-Bereich sieht nicht gut aus. Die große Welle ist immer noch da so offen. Also da war auch jetzt gerade kein Techniker mehr. Aber wir haben gerade hier noch einen auf dem Weg gesehen. Vielleicht geht er jetzt wieder hin. Ich weiß es aber nicht. Jetzt geht's aber, das war nämlich letztes Mal geschlossen am Season Kickoff 2019, als ich da war, in Burg Frankenstein. Ein Dark White, der einzigste Dark White hier im Holiday Park. Da bin ich mal gespannt drauf, wie denn der Dark White so ist.
würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich hoffe, dass es da nicht voll ist. Genau, und hier das Blech Battle im Wikiland ist viel zu voll. Habe ich gar keine Lust, mich anzustellen. Die stehen auch schon lange aus der Warteschlange raus. Und so besonders ist dann das Blech Battle für mich auch nicht. Also in Burg Frankenstein. Ist gerade aus dem Freefall da im Hintergrund und ich mag den Freefall hier. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Janis, wie hat dir der Freefall gefallen? War ganz lustig. Du hast ein bisschen Höhenangst, ne? Ja. Ja, aber war in Ordnung? Auf jeden Fall. Hammer. Und jetzt mache ich gleich mal ein paar Aufnahmen. Ist ja sehr, sehr voll. Mal gucken, was wir überhaupt noch fahren. Die große Welle ist immer noch geschlossen. Das ätzt mich echt ein bisschen an. Aber die hatte ja auch schon die letzten Wochen relativ viele Probleme. Anscheinend. Genial. Ich bin begeistert. Ich verstehe nicht, wie so ein Teil überhaupt so viele Probleme haben kann. Aber ja, so ist das halt. Okay, und das ist jetzt schon 2 Wochen offen. Bisschen schade. Wir fahren jetzt noch eine 2. Runde auf Expedition GeForce. Es ist etwas leerer geworden. Genau, als gerade eben. Aber es wird immer noch voll sein. Ich weiß noch nicht, wo sie gerade stehen. Aber gerade eben standen sie nämlich ab hier vorne. Ja, da stehen sie auch. Aber egal. Eine Fahrt weniger. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal. Wir fahren jetzt Majas Blütensplash und darauf freue ich mich, weil ich bin das letzte Mal nicht gefahren und mal gucken, ob wir ein bisschen nass werden, weil Maja fliege hoch, hoch, hoch und Willi fliege tief, tief, tief. Hammer, ne? Ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf und ich würde mal sagen, wir machen extra ein bisschen andersrum, damit wir ein bisschen nass werden, weil es ist warm, es ist warm. Wir kommen jetzt gerade von Majas Blütensplash. Ja, aber nee, es war nicht so woo, wie ich finde. Also wir haben auch so 25 Minuten oder so gewartet. Aber das Problem am Ganzen, das Wasser funktioniert gar nicht. Man weiß nicht warum, aber das Wasser funktioniert nicht. Der Mitarbeiter wusste es selber nicht so ganz genau. Aber so ist das ja so ein bisschen langweilig, sag ich mal so, ne? Wir wollten gerne nass werden. War schade. War sehr schade. Ja, aber so ist das. Ich denke, wir machen jetzt noch ein paar Aufnahmen. Und dann werde ich auch schon gleich den Park verlassen, leider. Mal gucken, ob die Welle fährt. Ich denke mal nicht. Aber wir werden da jetzt nochmal vorbeilaufen. Ich bin jetzt zu Hause und ich bin heute Morgen nämlich mit dem Zug hin zum Holiday Park gefahren und auch zurück. Und ich bin jetzt auch ein bisschen fertig, platt. Aber deswegen ist auch dieser Vlog gerade so komisch beendet worden. Also beende ich gerade so komisch. Weil, ja, ich habe doch geschafft, die große Welle zu fahren. Also wir haben es doch geschafft. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice, weil wir haben ab 15:45 haben wir da eine Testfahrt gesehen. Haben uns dann direkt da angestellt. Wir waren relativ weit vorne somit. Also
in den ersten 20 Leuten oder 15 sogar und haben dann eine Testfahrt, zweite Testfahrt, dritte Testfahrt, alle haben es geschafft, so, ne? Dann wurde mit Bügel kontrollieren zwei Testfahrten gemacht, dann wurde nochmal eine bemannte Testfahrt gemacht, da haben sie irgendwann gesagt 10 Minuten, dann habe ich auf meine Uhr geguckt, oh, kann schon knapp werden, aber hätte noch geklappt, dann die 10 Minuten haben sich auch weiter rausgezögert, dann saßen wir irgendwann drin, ich gucke auf die Uhr, 34. Uiuiui, um 45 musste ich den Bus nehmen. Ja, da dachte ich schon, oh, den kriege ich aber nicht mehr. Aber ich versuche jetzt alles. Aber wir waren in der ersten Fahrt des heutigen Tages dann sozusagen drin, weil es war den ganzen Tag down, bis dann 16.34 Uhr, da war dann die erste Fahrt. Dann sind wir gefahren. Das Teil fährt sich auf jeden Fall deutlich smoother als das im Moviepark. Sieht natürlich 10-mal besser aus. Und ja, sonst kennt man die Teile ja. Machen eigentlich Spaß, finde ich. Und ja, dann kam ich um 38 raus, hab meine Tasche genommen und bin losgerannt. Durch den Park, dann durch den Ausgang und über den ganzen Parkplatz. Boah, das war anstrengend. Aber ich war um 44 am Bus, der Bus stand da, ich habe ihn bekommen. Das war wirklich perfekt. Ich war richtig froh und somit kam ich dann auch gut nach Hause. Genau, aber das war auf jeden Fall ein bisschen Chaos. Aber hey! Wir haben die große Welle noch gefahren und das als Erster. Und es hat sich somit gelohnt, da anzustellen. Also ich hatte wirklich richtig, richtig Struggle. Aber am Ende lief alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Video. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Ciao, ciao!